Hallo und herzlich willkommen zu Champagne Supernova Folge 6. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Champagne Supernova. Mein Name ist Jan Steltner und ich danke euch erstmal, dass ihr wieder mit dabei seid. Genauso bedanke ich mich bei Gérard von Gérards Champagner, der dafür gesorgt hat, dass ich hier wieder zwei schöne Flaschen zu meiner Linken oder zu eurer Rechten neben mir habe. Vielen Dank auch an die Josephinenhütte, die nämlich dafür gesorgt hat, dass ich hier zwei wunderbare Gläser zu meiner Rechten oder eurer Linken habe. Ich habe es ja beim letzten Mal ausprobiert, wie sich das Champagnerglas von denen schlägt und ich möchte dabei bleiben, deswegen habe ich Gott sei Dank noch ein zweites bekommen. Vielen Dank auch dafür. Ja, die beiden Champagner, die wir heute hier haben, tragen natürlich unterschiedliche Namen, okay, aber sie tragen eine gemeinsame Angabe mal wieder auf dem Etikett und das ist in diesem Fall 2012 Dümildus. Wir reden heute über Millésime, Vintage oder auf Deutsch Jahrgangschampagner. Man kennt es vom Wein natürlich ganz klar, dass da immer ein Jahrgang draufsteht. Ganz normal soweit. Warum ist das jetzt beim Champagner nicht so oder wenn es draufsteht, eben was ganz Besonderes? In der allerersten Folge von Champagne Supernova haben wir mal darüber gesprochen, ja, was es für eine Kunst ist, eigentlich einen jahrgangslosen Champagner zu kreieren oder die Standard-Cuvée des Hauses zu kreieren, weil dort eben aus vielen, vielen Parzellen, Partien, Fässern, Tanks und so weiter die Weine verschnitten werden. Man hat dazu auch immer noch die sogenannten Reserveweine, also Weine aus vorigen Jahren, die man aufgehoben hat, um jedes Jahr einen gleichbleibend guten und auch gleich schmeckenden Champagner zu kreieren. Also egal wann und wo und wie ich auf der Welt einen Champagner einer bestimmten Marke oder eines Winzers kaufe, soll der immer gleich schmecken. Ja, warum gibt es dann jetzt trotzdem solche Sachen wie hier mit 2012? Das liegt einfach daran, dass die Natur eben auch ihren eigenen Willen hat und in manchen Jahren gelingen einfach Champagner, die es wert sind, dass man sie separat zeigt. Auch das ist wiederum eine große Kunst, also man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wow, das ist gut geworden dieses Jahr, da schreiben wir jetzt einfach mal 2012 drauf und machen sonst nichts weiter rein, sondern man muss hier natürlich viel, viel genauer arbeiten, schon im Weinberg, dann auch im Keller, denn man hat entgegen einer Jahrgangscuvée einfach viel weniger Partien dafür zur Verfügung. Man hat keine Reserveweine, man hat, weil man eben auch nur in den besten Lagen arbeitet, viel, viel weniger Repertoire, um eben diese Cuvée am Ende fertigzustellen und dann in die zweite Gärung zu geben. Apropos Hefelager. Beim Jahrgangschampagner ist da natürlich auch noch eine längere Dauer vorgeschrieben. Beim jahrgangslosen Champagner sind es 15 Monate. Beim Jahrgangschampagner sind es mindestens 3 Jahre, also 36 Monate, die der Wein auf der Hefe ruhen muss. Und das werden wir gleich sehen, macht auch nochmal einen großen Unterschied. Ja, worüber reden wir jetzt, wenn hier 2012 auf dem Etikett steht? Wir reden über ja, den wahrscheinlich jüngsten Jahrgangschampagner, den man aktuell bekommen kann. Hin und wieder, hier und da bekommt man vielleicht auch einen 13er oder einen 14er Jahrgang schon mal. Aber die beiden Jahrgänge gelten jetzt nicht als die großen Champagnerjahre. Da gibt es vielleicht vereinzelt Häuser oder Winzer, die aus den Jahren was rausgebracht haben oder noch rausbringen werden. Aber eher selten. 2012 ist ein Jahrgang, in dem es für die allermeisten Betriebe in der Champagne sehr gut lief und dementsprechend viele auch einen Jahrgang Champagner herausgebracht haben. Es sind tendenziell eher kraftvolle, eher runde Weine, die dort entstanden sind. Das hängt natürlich auch immer vom Stil des Hauses ab. Die Jahre davor, um mal vielleicht so ein bisschen Kaufberatung zu geben, 2011 wüsste ich nicht, habe ich glaube ich keinen einzigen Jahrgang Champagner probiert oder mal vor die Nase bekommen. 2010, da war jetzt Dom Pérignon einer der wenigen, der oder die dort einen Jahrgang Champagner präsentiert haben. 2009 wüsste ich nicht. 2008 war hingegen ein sensationell gutes Jahr, auch ähnlich wie 2012, ein Jahr, in dem eigentlich alle Produzenten irgendwas an Jahrgangschampagner auf den Markt gebracht haben. Also wenn ihr da jetzt noch irgendwas bekommen könnt, legt euch das ruhig in den Keller, genauso wie 2012. Das sind beides Jahre, die noch viel Potenzial haben.
Davor auch gab es mit 7 und 6 gute Jahrgänge, zu 4, zu 5, zu 4, naja, zu 3, und zu 2 war für mich zumindest ein sehr schöner Jahrgang. Also alles, was ich aus 2002 probieren konnte, hat mich wirklich beeindruckt. 2001, 2000, naja, 99 war ein sensationell gutes Champagnerjahr. Und davor, vielleicht die Zahl, die man sich noch merken sollte, 1996 gilt als einer der beiden größten Jahrgänge des 20. Jahrhunderts. Also 1928 und 1996 sind die beiden Jahrgänge, die wohl die herausragendsten Qualitäten geliefert haben müssen. Im Fall von 1928 kann ich das nicht bestätigen, weil ich ja leider nichts probieren konnte. Und selbst wenn es heute noch was davon gibt, wird es mit einem klassischen Champagner nicht mehr viel zu tun haben. 1996 hatte ich allerdings das Glück, letztes Jahr eine große Verkostung aus dem Jahrgang mitmachen zu dürfen. Und es war wirklich sensationell. Das waren die besten Champagner, die ich bisher probieren durfte. Und kurz danach hatte ich auch noch die Chance, aus dem Hause Röderer ein paar Weine zu probieren. Und da war der Kristall, also der absolute Spitzenwein von Röderer aus dem Jahr 1993, mit ausgeschenkt. Und der einfache, in Anführungsstrichen, Vintage- oder Jahrgangschampagner aus 1996. Und der 96er hat den 93er Kristall sowas von in die Tasche gesteckt. Also lieber einen großen Jahrgang und dafür einen nicht überbordend teuren Wein, als irgendwie einen Kristall oder Dom Pérignon aus einem eher mittelmäßigen Jahrgang zu nehmen. Ja, jetzt habe ich lang genug geredet. Ich mache mir jetzt endlich mal die Weine auf. So, als erstes haben wir einen alten Bekannten, Pascal Masset, Premier Cru 2012 Brut. Pascal Masset hatten wir in der Brut-Natur-Folge schon mal dabei, wer sich erinnert. Also ein extrem kleines Haus mit nur 2 Hektar im Eigenbesitz. 20 Fässer, die dort im Keller liegen. Und das Haus liegt in Chigny-les-Rances, also direkt südlich von Reims in der Montagne de Reims. Ja, beim letzten Mal, beim Rosé, habe ich ja hier ein bisschen zu sehr die Korken knallen lassen. Jetzt will er gar nicht. Aber ja, schade. Ich war so gut vorbereitet mit Servietten von Gérard. Schade. Nachdem es beim letzten Mal so eine Sauerei war. Als zweites Jean-Jacques Lamoureux. Den Namen hatten wir auch schon mal, allerdings nicht Jean-Jacques, sondern Vincent Lamoureux. Wobei Vincent ja auch ein zweiter Nachname ist. Jedenfalls ein Weingut aus Le Rissay, im Süden der Champagne. Also beide Lamoureux in dem Fall. Und das ist Alexandrine Blanc de Blanc, 2012, ebenfalls Brut. Wer sich erinnert, der Süden der Champagne ist eigentlich Pinot Noir Land, so ein Blanc de Blanc von dort eher selten. Und Alexandrine, Domaine Alexandrine, ist die Parzelle, das ist eine Einzellage, aus der die Trauben hierfür stammen. So, dann. Haben wir den im linken Glas. Pascal Masset im Rechten. Ja, ich beginne mit Jean-Jacques Lamoureux Alexandrin. Ein ja, sehr frischer Jahrgang 2012. Man merkt sofort, dass das Chardonnay ist, dass es Blanc de Blanc ist. Mag ich ja sehr, gebe ich ja zu. Aber nicht ganz typisch in der Nase. Es geht so ein bisschen in eine leicht tropische Richtung. Also so ein bisschen Litchi, dann dazu auch ein bisschen Mango. Aber eher so eine nicht ganz reife, so ein bisschen grüne Mango, Papaya vielleicht auch sowas. So in dieser grünen, exotischen Fruchtrichtung. Ich probiere mal.
da setzt sich das fort, so gerade dieses, die Säure dann dazu. Also es wirkt ein bisschen reifer von der Frucht her, ein bisschen saftiger, aber extrem animierend. Eine wirklich rassige Säure. Sehr trocken das Ganze auch, das mag ich ja auch wiederum. Also frisch, rassig, cool. Also auch wenn man in 2012 eher so ein bisschen üppigeren Typ erwartet, das ist wirklich eher straff, geradlinig, super, super cool. Mag ich sehr, gefällt mir gut. Und jetzt bin ich auf Pascal Massette gespannt. Ja, das ist ganz, ganz anders. Das ist, ja, klar, gleicher Jahrgang, aber komplett andere Stilistik. Man merkt sofort, dass der Wein lange im Holz gelegen hat, also der Grundwein, bevor er dann in die zweite Gärung geht. Ich glaube, hier waren es über 1,5 Jahre, die er dann nochmal im Fass verbracht hat. Das riecht man sofort. Und das Ganze auch wahrscheinlich mit so ein bisschen Sauerstoffeinfluss. Also eher oxidativ gemachter Wein. Hier, also da, reduktiv, viel Frucht, Klarheit, Geradlinigkeit, Frische. Hier ist es eher was für die Freunde von Bollinger oder Bollinger, Krug oder Krüg, die mit Holz arbeiten. Und ja, cool. Also so ein bisschen würzig, bisschen ja, dreckig eben auch. Also das geht dann bei diesen oxidativ, also mit Sauerstoffeinfluss gemachten Sachen, immer in so eine leicht mostige Richtung. Dazu kommen aber auch so ein feiner Anklang von weißen Blüten. Irgendwie Lindenblüten oder sowas, also nicht so parfümierte Holunderblütensachen, sondern ah, das ist enorm vielschichtig. Also wow. Boah, das haut mich jetzt mal richtig um, weil das ist voll mein Geschmack. Also das ist sehr trocken, das hat eine brutale Säure eigentlich, die aber trotzdem nicht unangenehm ist. Und ja, das halt immer noch nach. Also, wow. Ich bin fast ein bisschen sprachlos. Eine super cremige Perlage. Er wird auch deutlich gefälliger. Also die Nase ist so ein bisschen freakiger. Aber geschmacklich wird das Ganze rund, da kommt so ein Hauch Vanille noch dazu. Also das finde ich richtig, richtig cool. Voll meinen Geschmack getroffen. Super, super gut. Was beiden Weinen so ein bisschen zu eigen ist, ist, dass die eigentlich noch, und das meine ich jetzt komplett positiv, fast noch zu jung sind. Also hier ist halt wirklich die Frische. Die leichte Exotik, ein bisschen ungewöhnliche Exotik auch, die da hervorsticht. Hier dieses runde, dieses würzige, vielschichtige, komplexe. Aber in beiden Fällen glaube ich, dass die Weine, wenn sie noch 1 oder 2 Jahre liegen, auf gar keinen Fall schlechter werden. Also bei Champagner gilt ein bisschen die Faustregel, solange sie auf der Hefe gelegen haben, solange kann man sie danach auch noch reifen lassen. Und wenn wir jetzt hier überlegen, 2012, die sind jetzt noch nicht lang auf dem Markt. Die haben auch, bevor sie dann auf der Hefe gelegen haben, natürlich noch zum Wein werden müssen. Also hier haben wir bestimmt noch 3, 4, 5 Jahre vor uns, in denen wir diese Weine super genießen können. Hier eher das, ja, das Fruchtige, das, ich will nicht sagen unkomplizierte, weil das ist, weiß Gott, kein Easy Drinking Champagner, aber das Animierende, vielleicht ist es das Wort, was ich gesucht habe, was man hier so rausschmecken kann, rausriechen kann. Was super, super gut gelungen ist. Und hier das ein bisschen Verrückte, das Kraftvolle, das Würzige, das Freakige und dann dieses extrem balancierte, Kraftvolle am Gaumen. Es gibt ja immer so ein bisschen diesen Zwiespalt, den man manchmal hat. Ist was kraftvoll oder ist was vollmundig, ist was üppig? Und das hier ist so das perfekte Beispiel. Der ist nicht fett, der ist nicht breit, aber der hat eine unglaubliche Power. Also sehr, sehr cool.
Und damit ist meine Bewertung dieses Mal fast schon klar. Also, ich vergebe für Jean-Jacques Lamoureux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 knallende Korken. Super cool gemachter Champagner, der animierend ist, rassig ist, der einen auch so ein bisschen herausfordert, gerade weil er in der Fruchtigkeit gefällig ist und trotzdem nicht so alltäglich. Also das mag ich hier sehr. Super gemacht, toller Jahrgang Champagner. Und für Pascal Mazet, ja, ich habe beim letzten Mal subjektiv bewertet, bin ich ein bisschen runtergegangen, jetzt bewerte ich weiterhin subjektiv. Da gibt es 9. Nee, 10, 10 gibt es nicht, weil 10, also 10 gäbe es schon. Aber ich habe vorhin noch erzählt, was ich irgendwie aus 96 oder sowas getrunken habe. Das sind die Champagner, die man niemals vergisst. Für die gibt es 10. Aber hier jetzt 9 knallende Korken für Pascal Mazet. Das ist halt voll meinen Geschmack getroffen, da bin ich ehrlich. Ich glaube, das wird mehr Leuten gefallen. Das gefällt mir. Und dafür bin ich hier. Ich bewerte das, was ich mag. Und dafür gibt es 9 Korken. Geiles Zeug. Punkt aus. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, bei Gérard für diese beiden wunderbaren Weine. Es hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Bei der Josephinenhütte für die tollen Gläser, über die ich mich nach wie vor sehr freue, denen es echt Spaß macht zu verkosten. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut in Gérards Shop. Da gibt es das natürlich alles auch zu holen. Und ja, ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Vielleicht wird es im kommenden Jahr dann auch mal ein Live-Tasting geben. Es würde mich sehr interessieren, ob ihr auf sowas Lust hättet. Vielleicht lasst ihr mir einen Kommentar da oder schreibt mir irgendwie eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Ihr dürft mich abonnieren, ihr dürft alles liken. Ich freue mich über jede Reaktion, jedes Feedback, was ich irgendwie bekomme. Und bis zum nächsten Mal. Cheers und trinkt was Schönes. Ciao.